Hallo, hier ist wieder euer Raginari und heute erzähle ich was über eine ganz Sache, über eine Sache, über die ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe. Aber ich bin ja jetzt auf was gestoßen und deswegen muss ich euch das eigentlich einfach, ich muss euch das einfach erzählen. Und zwar geht es da um den gregorianischen Kalender. Ne? Und da müssen wir mal ein bisschen drüber reden, weil das ist echt eine heftige Sache. Weil, also ungefähr Ende des 16. Jahrhunderts wurde von dem gregorianischen wurde der gregorianische Kalender von Papst Gregor den 13. eingeführt. Das war eine Reform des julianischen Kalenders, den hat Julius Caesar einst eingeführt. Aber der Caesar hat natürlich nicht sich selber diesen Kalender einfallen lassen, sondern der hat sich das meiste vom ägyptischen Kalender abgeguckt. So, und dann hat er den Wochentagen und Monaten Namen der römischen Götter und sich selbst gegeben, ne, Juli, Julius Caesar, und hat den überall in Europa eingeführt. Und dann haben die sämtliche keltische Kalender komplett überall aus dem Gesellschaftssystem vertrieben, raus, weg. So. Und diese römischen Wissenschaftler, die den damals da sich so angeguckt haben, die konnten wohl noch nicht so gut rechnen und beobachten und haben dann übersehen, dass es ja bei jeder Erdumdrehung, also bei jeder Umrundung, immer einen überschüssigen Vierteltag gibt. Und dadurch haben sich die ganzen Monate natürlich immer mehr verschoben. Und dann hat die katholische Kirche irgendwann gesagt, nachdem Weihnachten wohl irgendwie im Hochsommer angekommen war, das geht nicht, wir führen jetzt das Schaltjahr ein. So, noch weitere 100 Jahre später hat sich der gregorianische Kalender dann in ganz Europa und somit in dem Rest der Welt durchgesetzt. Europa war ja damals Kolonialmacht überall, also auf der ganzen Welt eigentlich. So, und dann wurden da überall Kirchtürme hingestellt mit den großen Zifferblättern und dann mussten die Leute sich immer nach den, nicht nur nach den Tagen richten, sondern auch nach Stunden und Minuten. Und das passierte dann mit der Industrialisierung, wurde das dann immer heftiger. So, nun sind wir im 21. Jahrhundert angekommen und die Uhrzeit wird uns ständig digital überall auf dem Handy, auf der Uhr, in den Läden, überall wird die uns präsentiert und wir müssen uns danach richten. So, und wir sind also von diesen planetaren und solaren Zyklen, was das ja eigentlich vorgegeben ist, kann man natürlich den Tag und sowas alles nicht, da kann man uns nicht mit bescheißen. Aber wir hatten früher mal in den keltischen Kalendern 13 Monde, also 13 Monate. Und den haben die Christen einfach weggenommen. Also nicht die Christen, sondern der Vatikan. So, dadurch, dass aber das ja nicht in dem Zyklus mehr aufgeht, wenn wir eigentlich 13 Monde haben und wir dann nur noch 12 haben, sind diese natürlichen Zyklen der weiblichen Menstruation auch völlig aus dem Rhythmus gekommen. Damit hat man unsere Frauen also nochmal vergewaltigt im Endeffekt. Also die Kirche hat ja genug Frauen vergewaltigt, aber ist auch egal. So, jetzt müssen wir natürlich darüber nachdenken. Man denkt, ja, was labert der da? Ist doch eigentlich gar nicht schlimm und so. Aber wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit der Uhrzeit. Mit Monaten, mit Jahreszahlen, mit Sekunden, Minuten, den Tagesnamen. Und dann rufen wir eigentlich damit ständig römische Götter und Jesus an. Ne? Und dessen sind wir uns überhaupt nicht bewusst, dass wir eigentlich unterbewusst immer damit manipuliert werden. So, und das scheint ja eigentlich nicht so großartig schlimm zu sein oder sowas. Ne? Römische Götter, Jesus, ist doch eigentlich alles cool, ist doch voll lustig. Aber diese römischen Götter sind mit riesigen Energien verbunden. Und wenn wir immer mit diesen römischen Göttern in Verbindung stehen, dadurch, dass wir ständig auf die Uhr gucken, sind wir auch verknüpft mit diesen großen, heftigen Energien. So, und wir sind, weil die Kirche ja gesagt hat, die Zeit fängt bei Null an, sprich bei Jesu Geburt, sind wir auch mit Jesus ständig verknüpft. Nun werden die Leute sagen, ja, was mit Jesus verknüpft zu sein, das ist doch cool, ist doch super. Bedingungslose Liebe, geiler Typ. Aber was ist denn mit dieser bedingungslosen Liebe in Form von Jesus Christus passiert? Den haben sie ans Kreuz genagelt. Versteht ihr? Das heißt,
Wir verbinden uns täglich durch die Uhrzeit, durch die Tage, durch jeder Gedanke an die Zeit mit römischen alten Göttern, heftigen Energien, die dahinter stecken, und mit der bedingungslosen Liebe Jesu Christi, die blutend am Kreuz hängt. Rangenagelt. So, das heißt, wir sind im Endeffekt dadurch immer eingebunden mit diesen ja eigentlich negativen Energien. Oder lass sie auch nicht negativ sein, aber römische Götter und blutende Liebe finde ich nicht unbedingt positiv. Ist auch egal, auf jeden Fall sind wir mit etwas verbunden. Und das heißt, wir sind nicht frei. Versteht ihr? Das ist, glaube ich, nicht unbedingt vom Vorteil für uns. Dieser Kalender, den wir jetzt haben, finde ich, das ist irgendwie, das ist was für, ja, für Sklaven. Ne? Und wie hat der Typ das geschrieben, wo ich das gelesen habe? Also Brot und Spiele noch dazu und dann ist das Volk schön ruhig und macht das, was es soll. Nämlich nichts hinterfragen, Fresse halten, arbeiten gehen und fertig. So, und ja, das war es eigentlich, was ich euch erzählen wollte. Und denkt mal darüber nach, warum haben die das mit diesen Kalendern gemacht? Was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Zweck? Ich habe es eben gerade eigentlich erzählt, aber macht euch mal Gedanken drüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Raginari.